stream here. What? Hallo. Hallo. Ah, shit. Ich hatte ihn fast. Bist du drauf, oder? Wie bitte? Bist du gestorben? Nee, nee. Hier ist aber einer bei mir irgendwo in der Nähe gelandet. Ist fast down. Ich suche ihn gerade, der ist irgendwo hier gelandet, irgendwo. Noch einer. Ist hier bei uns, hä? Ja. Der ist down. Nice. Eine Krone gehabt. Ich hab mir eine Schokomilch gemacht. Und was? Nix. Oh, jetzt kriegst du deine Ladung. Spiel nach der Runde, bitte. Hau mal ab, oder? Ah, shit, die Summe. Spiel bloß nie mit Kim. Fortnite, ihr klaut nur Loot. Ja, die ist gut. Die ist nicht schlecht. Wo ist der Loot, Geier, du Penner? Gar nicht wahr. Hier ist ein blauer. Nee. Aber ich bräuchte auf jeden Fall. Was? Eine gute MP. Danke für den Follow! QV4G. Stadt möchte ich überhaupt nicht reingehen, weil ich hasse das. Mega City. Ja, ich hasse das. Okay. Das wird getötet. Da sind immer welche, immer. Und die campen da so richtig schmutzig. Wenn du willst, ich kann dir diese kaufen. Warte, ich höre jemand. Ich weiß nicht, ob es kaputt ist. Hat irgendjemand was gemacht? Brauchst du die Waffe oder was? Nö, ist easy. Nein, nein. Oder war es besser als meine? Weil. Ich bekam jetzt lauter Ich kriege jetzt irgendwie nonstop hier Follower rein. Aber ich hab nichts gemacht. Ja, dann bist du gebordet. War auf Twitch, oder? Ja. Mega City wird geschossen. Ich kriege nonstop Dinger jetzt. Da vorne wird geschossen. Dann wurdest du gebot vielleicht. Ja, okay, ich seh die. 105er. Machst du was? Der eine hat kein Schild mehr. Einer liegt. Sehe ich nicht mehr.
Jetzt muss man pushen. Ja. Von los, ne? Pass auf, Bro. Tot. Sehr schön. Wo ist der andere? Oh, oh, nee. Da, hier ist noch einer, ballert irgendwo noch einer. Ja. Aber halt dich fern von dem. Ich bin doch nicht blöd, die haben doch hier rumgefallen. Ja. Ja, ich bekam irgendwie einen Raid von irgendeinem Fremden und seitdem spinnt es jetzt. Wow. Ah, hier. Auf der anderen Seite. Ja, ich seh die. Oh, es fliegen auch zwei über uns. Die sind zwar auf der Brücke. Ja, es ist ein Lord gewesen. Bot ist down. Ja, der hat ein scheiß Maschinengewehr reingeballert. Kann ich weiter. Oh Gott. Ja. Ja, ich höre jemand. Ja, bei mir. Ja, einer aufs Dach, oben. Oben aufs Dach. Ist einer gestorben. Da ist einer hinter mir. Dem schön, danke für den Raid, aber was hast du getan? Da unten. Der ist in der Zone. Da müssen wir, glaube ich, abhauen. Komm ab. Pass auf, einer sind noch welche da oben, ne? Ja, die sind oben aufs Dach. Wo bist du? Warte. Ich komm zu dir. Ah, fuck. Der wird geschossen. Wir sind alle auf dem Dach. Hm? Einer wurde geholt. Ja, hier hinten. Dann geh mal die pushen, oder? Und sehen die uns auf dem Dach. Ja, ich höre welche. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt hinter mir ist. Doch, doch. Hast du das visuelle Ding nicht an? Da sind welche. Ja, die fahren wieder. Der ist allein im Auto. Boah, der hat mir einen guten Headshot gegeben, Der hat mir einen sehr guten Headshot gegeben. Shit, ich hab meine Karte nicht. Da kannst du mich gar nicht mehr holen, Mann. Der hat mir einen guten Headshot gegeben. Wer war das denn? Dein Punkt hier sein, was ist das? Streamer-Merch. Oh, wer hat
Werd nicht sauer. Voll Tiefluft. Ja, hallo. Alva, Luft holen. Alles ist gut. Ich wusste, dass es passiert. Aber er macht Werbung in seinem Spiel, deswegen hat es nicht gesehen. Das sind solche Wichser, ey. Mensch, ich muss hier einen Alert da leise stellen. Es kommen nonstop Dings rein. Salva? Du wusstest, dass es passiert. Dein sieht besser aus. Guck, dein sieht besser aus. Ja, das hat nichts damit zu tun. Nicht besser oder so. Mir geht's dann hinter dir. Oh, fuck, ja. Hast du das so eine Bühne? Ja, warte. Aber trotzdem, dein sieht besser aus. Glaub mir. Alva, deins ist besser. Guck nicht so, du weißt, dass er eine verlogene Ratte ist. Wir warten noch. Kannst du bitte was sagen? Und warten. Was soll ich dazu großartig sagen? Egal. Was soll ich machen? Es kann dir egal sein. Hallo, egal ist es mir nicht. Warum kann es dir nicht egal sein? Du musst es so wissen, das siehst du, der sieht mich als Rivalin. Das ist genau das Gleiche, wenn du zum Beispiel einen Laden eröffnest, okay? Sagen wir mal, bestes Beispiel zwischen Apple und Samsung. Die tun sich da gegenseitig sich dissen und das möchte ich nicht, dass es so weit kommt. Warum? Wer disst sich da denn gegenseitig? Es sind halt einfach nur Konkurrenten. Ja, meine Ware ist die beste, 100% Baumwolle. Dann, wie er das gestaltet hat. Aber egal. Hat jemand jetzt Merch angeboten? Ja. Die Sache ist aufgefallen, dass er, also in meinen Augen ist er eine falsche Ratte. Er spielt Salva eine Freundschaft vor, aber er kopiert Salva halt in allem. Er kopiert die Panels, die Alerts, jetzt hat er den Merch kopiert. Oh, ne Kiki.
Ja, fast wie Mickey. Er hat sogar, er hat eine Amazon-Wishlist, ne? Also Salva. Und der hat da einen Text drunter geschrieben. Und der andere hat den Text aber 1:1 kopiert. Hm. Weißt du, wenn ich sowas mache, dann frage ich die Person, darf ich mir den Text mopsen? Immer dieser Konkurrenzkampf. Aber dein Merch sieht besser aus. Okay, dein Logo sieht schon besser aus als seins. Sein Logo sieht scheiße aus. Ich würde nie einen Pulli anziehen, wo seine Fresse drauf ist. Guck, ich habe einen Pulli von dir gekauft hier. Nicht von ihm. Warte, ich schau mal die Streamer-Merch an, wenn einer. Papa, willst du auch ab für Panda Twitch TV bestellen? Wie hörst du überhaupt den Dingens? Guck, wie cool. Guck, wie cool der Pullover ist, Beppo. Ja, ich hatte gesehen. Du musst halt schauen, wie die Qualität ist. Ja, hier hast du auch einen Sticker, Beppo, wenn du willst. Ah, nee, meine Cam. Hier hast du einen Sticker, wenn du willst. Verdammt. Ja. <Yeah. lacht> Morgen die Qualität. Ich glaube, ich bin die Erste, die was, also das Einzige, die was bestellt hat. Boah, ich will seinen Skin haben, Mann. Weil allein wegen die Nike Air Max. Ich schwöre, ich will seinen Skin haben. Er soll ihn mir schenken. Ich will seinen Skin haben, er hat geile Schuhe an, Alter. Er hat die Nike Air Max, die One, Alter. Will er mich verarschen? Ist das Einzige, was du siehst? Kevin, du hast schon im Hintergrund bei Salva gesehen, was da steht, ne? Oh, da steht ein Panda-Bär mittlerweile. Ich hab viele Panda-Bären. Das ist nicht der Einzige, Mann. Das sind mein Maskottchen. Also meine Pinata. Ah, der andere, daneben. Ja, der war da hinten versteckt. Ich hab noch ganz andere. Hast du ihn umgeschmissen? Ist auch eine Panda-Maske? Ne, Panda-Maske hab ich nicht. Oh, wie Crow. Ja. Alter, er hat die 97er an, Alter. Ich will sein Profil sehen, verdammt. Ich will die Schuhe sehen. Er hat keine Schuhe, Mann. Ich sehe es nicht, Mann. Nee? Kevin ist mega hell. Hä? Du hast doch den Skin gewechselt. Ja, der hat auch Schuhe. Er hat geile Schuhe, Mann, Alter. Das ist ein Nike Science, Alter. Ach, Wahnsinn. Ich mach Werbung für deinen Shop. Ich mach Steffs Shop schlecht. Na, wenn du ganz genau guckst auf der Webseite, ja. Das, was derjenige versucht hat, ja. Er profitiert nämlich. Der hat eine Website erstellt von den jemanden, das ist ein Privat. Und da kann jeder beitreten. Der macht gleichzeitig Werbung damit. Aber ich weiß nicht, was Sega für ihn macht. Sehe ich gerade. Wenn du ganz genau guckst, ein Lutschen. Streamer-Merch, wenn du zum Beispiel Streamer-Merch draufklickst, ja, da sind die ganzen Streamer-Namen und der ist sogar von Sega auch mit dabei. Er lutscht ihm ein. Spielst du auf PlayStation? Ja, PlayStation 5, Kevin. Shut out. Was? Warte, ich bin auf der Seite. Wo sehe ich was? Wenn du oben gehst, da steht da Home, Shop, Wunschdruck, ja, Gutscheine. Ja, ja. Dann klick mal Streamer-Merch. Da sind die ganzen Streamer. Oha. Okay. Ja.
Egal, ich brauche mich nicht aufzuregen. Kevin, guck es dir an. Es ist hässlich, ne? Guck dir Pandas an und dann guck dir den an. Dann findest du aber den von Panda hübscher. Ja. Du hast gesagt, Pandas Dingens wäre. Wohin willst du? Ja, cool. Okay. Clan-Merch. Hanfbauern. Die können ja alle wirklich anlutschen langsam. Ehrlich. Na? Ja, alles gut, mach ich dann. Ja. Ehrlich, ich. Das ist immer das Gleiche. Egal bei wem. Er bezahlt sie. Was bezahlt sie? Du musst sie. Hier steht nämlich über mich und hier steht, wie es funktioniert. Und dann, wie funktioniert? Ich berate dich persönlich und helfe dir beim Erstellen deines Designs. 30 Minuten gratis. Ist wie beim Sex-Call. Hast du 30 Minuten gratis, danach musst du bezahlen. Bla, Sonderwünsche, bla, 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 bla. Geh mir jetzt auf den Küster. Wie man diese Heuchler hin. Kann ich dir was sagen? Ich hab's dir doch gesagt. Geh mir wieder auf den Küster, geht nur so. Ja, aber ich hab's ihm von Anfang an gesagt, dass er eine Ratte ist. Hört sich einfach nicht. Kevin, ich habe von Anfang an gesagt, dass er eine Ratte ist. I love my A3, Kevin. 8 Liter. Nee, 8 Alm. 8. Oh! 8 Liter! We are not talking about that ever again. Da kann ich mir so einen Pulli machen mit Trash Queen TV. Trash TV Queen. Oh, guck für Alessandra. Ein Pullover mit einer Katze drauf. Man legt. Lass uns Fremde bleiben. Beppo. Hm? Lass uns Fremde bleiben. Hat einen Hit. Das ist ganz low. Er hat diesen scheiß Ding, Mann, Alter. Ich hasse Menschen. Er hat diese scheiß Maschine aufgestellt, den Geschütz. Er hat den Scheiß geschützt. Pass auf, der pusht dich, der pusht. Mach den scheiß Ding da kaputt. Ich bin nicht mal warm, Alter. Ich schwöre, ich bin gerade ganz auf ganz andere Gedanken. Boah, Mann, Alter. Egal. Ist das jetzt so auf? Denkst du, irgendjemand kauft einen Scheiß mit seinem Gesicht drauf? Alter, ein Hoodie für 42 Euro. Geht's noch? Was, 42? Der Hoodie kostet 42 Euro. Denn bei mir ist es ja noch teurer. Nö. Ich glaube, deiner wäre billiger. Ja, du musst ja noch die ganzen Versandscheiße dazu rechnen, ne? Ja, und bei ihm nicht? Ja, hier ist ein Besen, Kevin. Ich guck mal, wie viel es kosten würde, ja. Wir sind 2 Pizzas. Okay. Pizza.
Guck, er liefert nur nach Deutschland, Österreich und Schweiz. Das ist schon ein Problem. Ich hab nicht mal richtige Waffen. Ich hab nicht mein Gewehr, Mann. Nix. Ist das traurig. Egal, komm, wir müssen los. Die Zone. Ich hab auch einen Schlüssel. Ja, den muss ich machen. Jetzt geht's bestimmt weiter. Da hinten. Ich hab ihn getötet. Ich muss mich heilen, Alter. Jo. Ja, hat einen 50er, noch einen 50er, da liegt. Da will er da abhauen. Da ist noch einer. Da liegt, ich habe ihn. Oh, Pizza. Sind falsch verloren. Nimm dir auch die Kanone. Ich hab hier noch so ein Teil. Sind auch noch welche, muss aufpassen. Weg, Mann, also ich hasse diese. Okay.
Ja, einer hat, glaube ich, auf mich geschossen. Ja. Hier von rechts. Auf dem Baum, auf dem Baum, auf dem Baum, auf dem Baum. Pass auf, der Mauer geht gleich kaputt. Oder keiner. Ja, die kommen, die pushen. Okay. Die pushen uns. Ja, die kommen über uns, stimmt. Ja, die sind da oben. Guck mal. Pass auf. Hau ab. Hau mal ab. Sicher, wir gehen High Ground. Da schießt auch noch einer. Down, tot. Sehr schön. Ja, da sind die. Die kommen zu uns. Ja, die müssen, oder? Die sind da unten. Komm mal. Da hinten. 121er. Da eine sind hinter der Mauer. 121er. Einer liegt. Da ist aber noch einer. Hinterm linken LKW. Rast, hinterm Baum. Ne. Der ist low, der eine ist low. Der eine ist low. 121er. Ich hab beide. Ja, komm, Krone. Hier ist noch einer. Ich muss mich heilen irgendwie. Halt durch. Alter, ich treff den nicht. Okay, was hemmst du? Hemmst du gerade den Schockcut? Oh, eine Krone. Ja. Oh Mann. Ich war so, hä? Was mischt so? War ja noch da? Ja. Ja. Pass auf, komm in die Zone. Ja, ja, stimmt. Hast du ihn? Ja, er ist tot. Ah, da ist noch einer. Noch einer? Der hat einen 50er. Okay. Wir müssen weg. Pass auf den Dächern, gell, da oben. Leben nur noch 9, oder? Ja. Der locker easy. Ich hab so ein Gefühl, dass die da oben sind, Alter. Da kannst du nicht tun. Alle Gebäude gehen außer dieses. Da. 121er, der Rechte.
mal pushen? Ja. Da hat mich der kleine Anti. Der ist da oben, der ist oben. Boah, was ist denn mit dem? Fuck. Boah. Egal, machen wir eine kleine Spielpause. Ich hatte alles. Madbad fragt nach dir, Bibi, ob du in den Stream kommst, bitte. Das ist das ständige Hin- und Herdrehen. Ja. Beppo hat ein Problem mit meiner Jacke. Gar nicht wahr, du streichelst die. Dann lass mich meine Jacke doch streicheln. Das ist nicht normal. Ich hab ihm gesagt, dass du morgen vorbeikommst. Laura ist auch dort. Du weißt, Peace and Arm. Macht sie das wirklich bei jedem Video? Nee, aber wir haben das halt jetzt. Das war mega cringe. Er macht Werbung. Na, ich merke, ich bin drin. Ins Bett. Ciao, Kevin. Anni. Tschüss, bis morgen. Was sagst du wenigstens auf Wiedersehen? Kevin hat ja. Auf Wiedersehen. Da habe ich nicht verstanden. Ich habe mir gehört, mal was er gesagt hat. Einfach ignoriert. Arme Kevin. Ihr seht euch da morgen. Mhm.
Kriegst du Schläge von Kevin, was nämlich Schulsex. Hey, okay, wir sind nur geholfen für den Examen von der Polizei. Das freut mich. Ich freue mich auch. Nächste Montag ist dann Examen. Dich musst du einen normalen Examen? Ich von drei. Das den ersten Examen ist ein theoretischen. Der geht um. Ob der Hauptzentral von der Polizei ausgeführt. Im Kirchbirsch. Du noch könnt Sporttest, den nicht die schwer ist. Nein, nein, den für ranzukommen ist noch einfach. Ah, okay. Den dauert auch knapp 3 Minuten. Dann könnt der psychologischen Test. Wenn die drei Etappen gepackt sind, kann ich am schon mal meine Kündigung aufgehen. Strecken nach Daumen, ne? Jo. Papo, so geholt wie für die Polis-Examen. Ja? Muss aber noch Teil 3, Teil 2 Examen machen. Du packst halt, Papo. Aber geh nicht auf Streif. Gehst du zu Biersch? Oh. Nee, Biersch presst du nicht zu machen. Ah ne, Biersch ist doch mehr. Ja, aber früher wissen wir, dass Biersch machen als Flicker, weil der hat das rausgeholt. Gott sei Dank, weil ich meine, die sind noch viel die gescheitert. Oh, ich hätte auch nicht so gehen, die bisschen Disziplin auch getroht zu kriegen. Noch ein Demont geschickt. Hm. Deren Asbär. Gasprisch. Sekretär de Direction. Was? Das ist ein Kass. Ich fand nicht, was das genau ist. Ich habe im ganzen Zeit geguckt, wo Bartringer lu. Ich fand nicht, was ich muss tun, was ich muss machen. Nee, ich habe den ganzen Zeit durchgeguckt. Da steht überall, du musst auf dem Bartringer lu sitzen, was das wir, was sie muss machen, und heuern du. Und ich fand nicht hingehen. Ich fand keine Beschreibung. Ich sehe nicht, was ich brauche. Nicht. Und ich habe den ganzen Zeit durchgeguckt, ob der Arbeit. Hm? Was schießt du mal nicht von das? Das ist nur ein Kühl. Nee, das. Was hat der gesagt? Der Janik hat für jetzt Stück dazu gestanden.
So muss dann nur treffen, fährt bis Trinken zu ganz 7 Minuten oder recht Samstag. Hast du gut nicht darüber gedurcht? Könnte man von noch machen. Das ist so dumm. Wir könnten noch mal bis erste Gurne abs Trinken gehen, dann Platz sowieso am Samstag. Das ist so dumm. Meinst du, ich hab die Idee gekommen? Boah, ich für ihr sind nicht Zeit, aber für gesund Mittes könnte ich noch für Apple für Tröpfeln zu gehen und etwas trinken zu gehen. Dafür hatte ich Zeit. Weil schon nach, ich muss den Tisch mal schon präparieren. Was ist so famous? Naja, Gnocchi selber zu machen, weißt du, der hat schon einmal selber gemacht. Das ist fucking Arbeit. Ich bin in als Italiener. Aber, nein, ich habe einfach selber gemacht und Jucke sind einfach ja, Porno. Ja. Bei mir ist egal. Mir ist egal. Was du am Stand dazu? Wir können auch Gambling-Partys machen. Was du am Stand dazu? Weil du musst nur um 6 abstehen. Halt deine Hand vor den Mund! Mann! Nee, Mann, ich hab die ganze Arbeit von deinem Zahnarzt gerade gesehen und gut ist sie nicht. Doch. Nein. Ja, doch. Tschüss. Nee, der Backe will aber nicht jetzt. Du müsstest gleich. Backe will abs trinken. Oh, Backe. Warum ist denn das so? Beppo? Hm? Dann komm doch zu uns. Komm doch zu uns nach Hause was trinken. Das ist doch viel besser. Du hast einen Parkplatz vor der Tür. Das geht doch. Das geht doch. Du musst nur sagen, um wie viel Uhr. Also ich hoffe ja bis 3:30. Also ich gehe dann direkt nur da, aber ich komme. Mal ich gucke, weil Casino ist mal eben an der Dinge sind, an der City Concord. Sonst kommt schon City Concordia, so wie der wollte, also das ist nicht weit von mir. Ja, stimmt. Achso, dann mal Bescheid, okay, lass uns halt mal kommen. Ja. So ist der Bescheid, aber. Ja. Ich so dann aber frei genug Bescheid. Also, Kevin, von meinem Gesinn, du erschuchst. Nee, der Kevin will das hören, ob du gesagt hast, oder? Weil wir zum Beispiel in der City Concordia sind und der Papa könnte nur 3:30. Das schläft hin auf der Kusch. Könntest du dann noch da hin, oder? Wir gucken einfach nur, gucken, wie, ob der Salva nicht zu mir ist. Nein, dann. Ich übersetze dir gleich, Salva. Guck nicht so alles böse. Gut. Also, morgen keine Pistazien in den Augen. Ich hab jeden Tag Pistazien in den Augen. Pistazien dürfen nicht fehlen. Die eine Alkoholflasche ist leer. Ich muss neu kaufen. Weißt du was? Wie viel müsst du da wecken? Weißt du, was ich aus Italien übelst mag? Das sowieso. Aber kennst du diese. Oh, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Das sind so wie Nüsse, die im Einwegglas sind, in Wasser, wo du einfach so rausquetschst. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Nüsse, die im Wasser sind. Warte, ich muss mal selbst googeln, weil das nervt mich jetzt, dass ich es nicht weiß. Du meinst Mandeln? Nicht gerade. Echt aber. Beppo, Bibi. Mhm. Okay, Planänderung. Ich liebe Planänderung. Guck, das sieht man mir richtig im Gesicht an, ne? Ah,
Also. Jetzt kommt, Ladies and Gentlemen, haltet euch bitte fest, denn es wird ernst. Beppo hat vorgeschlagen, weil er am Samstag keine Zeit hat, dass wir morgen was trinken gehen. Hörst du zu? So, das heißt, weil ich dich ja sowieso mittags in die, nicht in die Stadt schleppe, aber in die Nähe von Beppo indirekt, kann es sein, dass Beppo dahin kommt? Und wenn nicht, bewegt Beppo seinen Pops hierhin. Okay, und was sollst du machen? Trinken, Alkohol trinken? Nein, Cola trinken oder so. Okay, und was noch? Das war's. Boah, tolle Planänderung, das ist ja echt viel. Ob es für dich in Ordnung ist oder ob du vielleicht zu müde bist. Ich will dich nicht überfordern, wenn du müde bist. Ach, Bullshit, nee, es ist wichtig, dass ich meine Tasche ablegen kann. Sowieso, ich hol dich vom Flughafen ab und ich schlepp dich sofort dann hierher. Dann machen wir eine Gangbang-Party und dann hauen wir ab. Mit wem? Mit den Hunden? Ja, von mir aus. Wir machen Gangbang-Party. Bringst du deinen Hund mit? Mein Sosuno, mein Sosuno, Mann, der bleibt nicht da, Mann. Also der wird verhaftet, glaub mir. Seine Kanone ist verboten in Luxemburg. Wie lange machst du denn heute? Normalerweise sollte ich jetzt nochmal ins Bettchen. Normalerweise. Du wirst nicht schlafen, du bist überhaupt nicht müde. Oh doch, mehr als müde. die ist sogar mehr aufgeregt als ich. Ich muss schon mich so diesen Tag im Flughafen. Komm, Mann, Alter, das wird mich triggern, Alter. Ich schau auch gerade Dinge über. Gesund. Ich stehe morgen um 8 Uhr auf. Schau mal, was für eine Lady, Mann, Alter. Und weißt dann gehe ich duschen und dann um 9 Uhr fahre ich los und dann warte ich, bis er landet. Dann stehe ich da so am Gate. Also schon, du weißt schon, wann ich da bin, oder? Um 9:30. Ja. Es kann auch früher da, dass ich da bin. Ja, deswegen fahre ich ja um 9 und dann bin ich ja schon da. Dann stehe ich halt eine halbe Stunde da, ist doch nicht schlimm. Steht sie da mit einem Schild, U-Porn, Gays, Casting, Schild. Ich nehme einen Pulli mit und dann stehe ich so da so. Und dann willst du mich? So, ich will ein Kind von dir. Guck ihn dir an. Er geht gar nicht darauf ein. Bibi, ich bin schwanger. Gut, sei es dir gegönnt. Namen hast du bereits schon. Ach so, welchen denn? Thomas. Ja, Thomas und seine Freunde. Thomas die Lokomotive. Nee. Nenn ihn Kevin. Kaio. Nenn ihn Salva. Oder SpongeBob, keine Ahnung. Nenn ihn Salva. Nein, in Eros Ramazzotti. Michael Wendler. Schadoni, Schadoni. Also was wir... Boah, ich weiß echt nicht, warte, ich muss mal selbst schauen. Ich werde sowieso nicht schlafen können. Also bevor ich zu duschen gehe, muss ich Jackson auf jeden Fall. Warum sagst du das so nonchalant? Was mit Shenlong? Lass den Shenlong in Ruhe, Mann. Warum sagst du das so, Beppo, wie sagt man das nonchalant? So offen. Ohne Scham. Ohne Scham, danke. Wer tut von uns nicht, Jackson? Beppo. Ah ja, stimmt, das ist Haram, oder? Quatsch! Ich bin kein Muslim. Er hat doch gesagt, er ist Christ. Ich bin italienisch aufgewachsen. Seit wann gibt es Muslime in der italienischen Kultur?
Tschüss machen. Also ich müsste diese Verbindung nehmen, 100%, weil anders komme ich nicht hin. Beppo wetten war, dass er seinen Flug verpasst. Kommt er mit dem Flixbus? Glaub mir, du kannst dir sicher sein, wenn ich den Flieger jetzt da wirklich verpasse, dann sage ich wirklich Arrivederci. Da wird gar nichts mehr gebucht. Autsch. Das wird scheiße. Aber ich werde das nicht. Denk mal, ich bin um 6 Uhr am Flughafen. Noch Ding. Ich höre, wenn du den Flug verpasst, ich werde so heulen. Sie wird dir das niemals verzeihen. Ja. Sie kommt auch ohne mich klar. Halt die Fresse. Guck, wie krass Laura einfach nur Aufmerksamkeit sucht. Gestern habe ich noch geweint, aber heute geht's mir besser. Oh, leise, Chantal. Ich habe gestern überlegt, mich von der Brücke zu schmeißen, aber heute geht's mir besser. Wann gehst du ins Bettchen? Wann gehst du heier machen? Ich? Nein, die liebe Kimberly. Ich habe keinen Plan, ich bin nicht müde. Ich habe ja schon geschlafen. Ich habe nicht mal was gegessen. Bist du so aufgeregt, oder? Nein. Mein Sack ist voll. Dann Jackson. Der muss ich entleeren. Ja, dann have fun. Natürlich, wenn ich bei der Sicherheitsbranke da bin, Mann, die lassen mich dort nicht durch, Mann. Die sagen zu mir, ich habe Bombe. Ich sag es voll. Ich mach mir jetzt noch eine Dose auf und dann trinke ich die noch und dann. Und dann gehst du Jackson und danach. Ich gehe nicht Jackson. Ich habe keine Lust zu Jackson. Nimm flutzig und flutzig! Kevin geht gerade Jackson. Das weißt du nicht. Sein. Kann sehr gut sein, ehrlich gesagt. Ach, kann er jetzt nicht 3 Tage. Wieso? Denkst du, er macht das, wenn du da bist? Natürlich. Was ist daran verkehrt, Mann? Unter der Dusche, zack. 5 Minuten. Wirst du unter meiner Dusche Jackson? Gib deinen weißen Samen ab. Du hast danach die Shampoo-Flasche neu gefüllt. Oh, Shampoo! Ich hoffe, sie hat Shampoo. Oh, guck dir an. Ich brauch Shampoo. Also mein Shampoo riecht nach Kokosnuss und Ananas, wenn du das willst. Ist dir das männlich genug? Sehr männlich. Hallo an Panda Twitch TV. Oh Gott. Tschuk, Mann. Bibi, sag ja hallo. Hallo, Laura. Hallo, Laura. Bevor ich irgendwas vergesse, ich hab irgendwas im Kopf, Mann, Alter. Ich bin noch nicht eingepackt, aber ich weiß nicht mehr was. Okay, komm, wir gehen alles zusammen durch. Okay. Schuhe. Zum Einpacken mitnehmen. Okay. Zahnbürste. Hab ich. Creme. Hab ich. Du brauchst keine Haarbürste. Shampoo hast du ja bei mir, also Seife. Glätteisen hab ich. Zahnpasta hast du ja bei mir. Glätteisen hab ich. Ja. Haben wir doch nicht so eine Scheiße. Ich hab Glätteisen, Mann, Alter. Ich muss unten flechten. Okay. Hast du Unterwäsche eingepackt? Hast du Socken eingepackt? Ja. Hast du mein Geschenk eingepackt? Nein. Ich weiß nicht, was brauchst du denn noch? Ein Käppi, ein anderes Käppi, ein T-Shirt, eine Jacke, eine Hose. Hab ich.
Dann hast du doch nichts vergessen. Och, seine Unschuld. Guck halt mit den Socken, wenn es echt nass draußen ist, dass du vielleicht ein extra Paar mitbringst. Und? Schau, ich sag ja, du bist nicht klug in der Biene. Das habe ich vergessen. Dein Handy auf Ladegerät. Deine Zigaretten? Zwei Packungen Zigaretten? Eine Packung. Nein, kauf sie hier, die sind billiger. Ist das alles? Dein Flugticket darf ich nicht vergessen. Dein Flugticket? Dein Pass oder deine... Dein Ausweis. Ja. Geld, wenn du welches hast, Bargeld, Kreditkarten, Kopfhörer, keine Ahnung, ob du das brauchst. Immer wichtig. Deine Switch, kein Plan, ob du damit spielst. Nee, nehme ich nicht. Ich schlepp die immer mit überall. Hast du dein Handy, welches Handy hast du? Ein iPhone? Ein iPhone. Wir haben auch Ladegeräte für iPhone. Das ist alles. Da gibt's hast, noch was, Mann. Hast du das denn? Was denn? Du hast keine Brille, du hast keine Kontaktlinsen, du hast keine Haarbürste. Meine Kondome. Benutzt du nicht. Woher sollst du das wissen, ob ich welche brauche oder nicht? Das sagst du mir öfters. Ja, Deo halt. Aber ja, Deo darf ich immer. Ich hab ein Deo, das riecht nach Blumen. Nein, nein, das ist das Beste, ich würde. Dann mach es so, sprüh deine Klamotten jetzt schon mit Deo ein. Dann riechen sie aber danach und du bist Deodorant. Dein Parfüm hast du auch eingepackt, ne? Ja. Ja, da fällt mir aber jetzt nichts mehr ein. Entladen Verstand muss ich auch noch einpacken, mein Kopf. Du musst mein Geschenk einpacken, das ist wichtig. Das ist unwichtig. Das ist komplett unwichtig. Okay, Babbo. Ja? Dein Geschenk habe ich hier auf dem Handy. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait à lui? Quoi? Je lui ai fait une petite corbeille avec des trucs dedans qu'il aime bien. Oh! Pour manger et deux petits cadeaux. C'est dès qu'il rentre dans l'appartement, il voit la petite corbeille. C'est mignon! Sag mal bitte auf Deutsch, damit ich die verstehe. Nee, musst du nicht. Ich habe Beppo erzählt, was ich für dich vorbereitet habe morgen. Boah, wenn ich morgen einen guten Morgen-Blowjob bekomme, wäre mein Tag gerettet. Nee. Kriegst du vom Hund. Nee, lass mal stecken. Aber ich habe mir was überlegt, heute spontan, und ich finde es echt süß, was ich da gemacht habe. Sie hat die originale italienische Mortadella besorgt. Ah, okay, das verstehe ich schon. Sie hat ein Buffet gemacht. Sie wird mich in der Küche füttern, weil mit Trauben wird sie mich füttern und danach wird sie noch die Palme wehen. Das ist Luxus. Glaub mir, das, was ich gemacht habe. Das hat keine Frau für mich gemacht. Das weiß ich nicht. Aber ich find's süß, oder Beppo? Ja. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, weil ich mir auch Notizen nehme, was er alles so sagt, macht, isst, trinkt, tut. Ich brauch meinen italienischen Espresso, wenn ich den nicht habe. Du hast gesagt, Latte Macchiato. Ja, das war ich. Aber wenn gibt's bei euch eigentlich auch italienische Bar? Fragt das eher, Beppo. Was? Italienische Bars. Ich habe es akustisch nicht mitbekommen. Wie italienisches? Bar. Bar. Ah, eine italienische Bar. Wenn dann in Asch hast du welche? Nein. Nö. Ich geh nicht. Nee, Beppo, ich will nicht abgestochen werden. Ich bin von da. Da geschieht dir nichts. Ich hab kein Problem mit ihm zu Scots zu gehen. Das aber ist nicht italienisch.
Ja, aber Scott ist... Wenn er guten Kaffee haben möchte, würde ich dann mit ihm in den Golden Beans gehen. Wollte ich auch gerade sagen, ich würde mit ihm in der Stadt dahin gehen. Ich liebe es bei Golden Beans. Golden Beans ist richtig geil. Die haben nämlich auch diesen heißen Kakao mit weißer Schokolade. Ja, den kriegst du auch bei McDonald's. Golden Bean ist... Das ist eine ganz andere Klasse von McCafé. Weißt du, wo du auch echt guten Kaffee, The Pascha? In Deutschland ist Pascha was anderes. Nee, Pascha, du Stroß bei Optimierung. Ja, ich weiß. Da war ich ultra oft. Ja, ich gehe nicht mit ihm in Klausi, das kannst du vergessen. Nee, in Deutschland ist der Pascha was anderes. Ja, das ist der Puff. Nee. Das ist ein Püffchen. Nee, aber Klausen ist halt Rockbox. Rockbox ist mega geil, aber du musst Donnerstag gucken. Ja, nee. Donnerstag ist tanzend. Ja, aber Donnerstag ist laufen, tanzend Mädchen auf den Tisch. Das ist halt geil. Oder das in der Stadt, das andere, wo ich auch immer war. Beim Interview haben den Ack. Ah, okay. Porno Casting Show. Wir haben auch hier das Café da hinten, den Zeutius. Ich überleg gerade echt. Komm nicht, ob die Himmler Watzer Café zu gehen, der aus Degelos. Chibo. Nein, also wenn wir in der Stadt sind, schleppe ich ihn schon zu Golden Bean. War mein Plan. Ich schleppe ihn auch ins Reservoir, ne? die Boutique, meinst du, die Reservoir? Hm. Das schafft der Kollege schon mal. Ich war nicht mehr da, seit der neue Teil aufgegangen ist, weißt du? Der war richtig cool, den neuen Deal. Ja, ich weiß. Ist ja keine Figur. Ich weiß sonst nicht, wo ich ihn. Ich wollte ihm halt die Sachen zeigen, wisst ihr, wie Gölle fragt. Jo. Inner der Brecto tröppeln. Er wollte andere Leute. Gar voll schön. Hast du jetzt echt gerülpst vor der Tür und kommst dann hier rein? Echt? Und du sagst nicht Entschuldigung? Aber wenn ich jetzt hier pupse und du hörst es, sag ich ja Entschuldigung. Aber ich hab doch auch gehört, dass du gröbst. Du bist ein Schwein, Kevin. Willst du meine Cola? Salva hat gefragt, wo man eine italienische Bar hat. Im Kino. Wo denn am Kino? Nein, da gibt gibt's die Sportsbar noch. The Game, natürlich. Warum wollten wir Billard spielen gehen hier 30 Minuten von hier, wenn im Kino Billard ist? Ist das noch da? Ist das noch da, bitte? Aber nicht am Game. Ich war das letzte Mal da, als ich noch mit Florian zusammen war. Das war 2011. Das interessiert mich nicht. Das ist so lange her. Und das sind gute Freunde. Hm. Ey, die sind schon nett, die Leute. Also, wenn du respektvoll mit denen bist, dann sind sie auch respektvoll mit dir. Chichis gibt's ja auch nicht mehr. Ne. War auch
ziemlich steuer. Aber bon, der Betreiber, den hast du nicht verhält, weil nämlich, du weißt ja, dass der einen Italiener gehört hat, wo auch Pizza hat dann am Land tun. Oh mein Gott, da geht der lange nicht verhält. Weil ich kann ihn nennen, weil das war ein Klient von Bachtring von mir, weil hier wohnt zu Bachtring. Also, okay. Nicht zu Bachtring, Bärelding. Wenn er gerne Kaffee will beim Frankie, dann sieht die Concorde. Ja, ja. Oder Mio e Mio. Annie. Wo willst du da was trinken gehen? Bei The Bowls? Vegane Scheiße? Und dann gehen wir an. Wie ist der in anderen? Fischer. Nee, Digga. Geh mal an The Beats. The Beats, der ist ein veganen. Ohne Scheiß, wo kann man da was trinken gehen? Oder an Mia Verde. Das ist heisch klasse vegan essen. Ich werde doch schon. Wir kaufen uns einen Red Bull und setzen uns wie Penner auf den Boden. Du hast doch mehr als. Nee, bei den Apothekern. Geh mal dem an den Bubble Tea. Nee, Bubble Tea ist krebserregend. Ah, Quatsch. Doch. Was gibt's denn da noch? Dann gibt's noch Panorama. Malus. Der Salva hat gemeint, du bist Jackson. Was? Was? Dann mach nicht noch einen Fleck aufs Bett, bitte. Danke. Und unterstell mir dann den Fleck. Vielleicht hört er noch am Teil Patzi. Dass ich auf deiner Seite jackse? Am Rande von der Matratze? Aber sonst geht's dir noch? Und dann so ein Fleck! Kevin? So ein Fleck! Der Junge hat Druck. So ein Fleck, Kevin! Okay, lass mein Teddybär in Ruhe. Okay, weil Donald bitte. Nicht Donald, bitte. Donald ist wirklich der Einzige, den du nicht vergewaltigen sollst. Lass Felix in Ruhe. Nein, Felix hat so viel. Felix ist von meinem Opa. Ja. Nein, Felix und Vincent sind alle von Opa. Lavendel habe ich selbst gekauft, aber die musst du auch nicht bewichsen. Und Pichu musst du auch nicht bewichsen. Nein, das sind Panda-Bären. Mach dir den Panda-Bär wieder da hinten. Er will den Panda-Bär beflecken. Was tut man da, um meine Teddybären zu bewichsen? Hier, nimm das Schäfchen, das ist von Arden. Gib mir den Schäfchen. Nimm deinen Hund und bewichst deinen Hund. Der Name Knuff. Was hast du gesagt? Das war nicht das erste Mal. Hast du das gesagt?
Hast du deinen Hund? Lass jeden einzelnen Teddybären hier stehen, bitte. Fass keinen Teddybären an. Ich würde, wenn du irgendwie Teddybären pinkelst, dann pinkelst du irgendwie schon. Du weißt nicht, wie oft dein Schoffer missbraucht ist. Er nimmt die Teddybären immer, weißt du, er nimmt dann sein Handy so und dann legt er sein Handy gegen den Teddybär. Aber mein Teddybär ist ja dann Teil von dem Wichsen. Und dann komme ich ins Bett und normalerweise liegt Felix, also der Teddybär, liegt da neben meinem Kissen und dann plötzlich steht er so. Und dann weiß ich, dass er Felix vergewaltigt hat. Hat Felix noch Augen? Felix ist so ein Wüstenfuchs, weißt du? Ah, er ist ein Furry-Fan. Du wächst da mein Teddybär. Schlimmste ist immer, wenn ich ins Bett komme, läuft sein Tablet noch. Und da läuft immer WoW. Jetzt was? Weiß ich nicht, ob er auf WoW, auf World of Warcraft jacks oder es könnte sein. Also jedem das sein, ne? Oder Bibi? Ja. Ich entscheide mich, ich möchte nichts hören. So eine Dunkelelfin kann ja auch heiß aussehen. Okay. Bibi, hast du auch auf Dunkelelfen, also Elfen gejackst? Nee. Komm, jeder von euch hat das schon mal auf Hentai gejackst. Auf Hentai, ja. Hentai hat mich einfach nur übelst verstört wegen der Tentakel oder so. Das hat mich echt verstört. Jeder sein Fetisch. Ich schwör, die sind unten reingegangen und oben rausgekommen. Ja, gut, andere lassen sich bescheißen. Ich find's nicht so prickeln, dass jemand mir eine Wuchs. Habt ihr gehört, was für ein Disney-Film jetzt rauskommt? So ein Gender? Nee, sie haben sich im Titel komplett verrannt. Two Girls, One Cup. Ah, wer hat den Titel gewählt? Der Film heißt echt Two Girls, One Cup. Das war irgend so ein Perversling. Aber was für ein Becher ist das in dem Film? Ist das so ein Plastikbecher oder was für die Ikea? Ist es ein Glas? Was ist es? Ich hab den nicht geguckt. Ich bin ein gutes Kind. Ich guck mir sowas nicht an. Ja. Ich sag ja nicht, dass ich noch nie Hentai geguckt habe, aber Two Girls, One Cup, da ist wirklich die Grenze. Ich hab jetzt echt Angst um meinen Teddybär. Ja, jetzt hörst du gleich dein Teddy schreien. Du hast keine andere Wahl. Irgendjemand wird leiden, die Teddys oder ich. Dann lieber die Teddys als ich. Musst du noch wanken? Ich sehe schon wanken. Ja, wen? Ein ganzer Mufang, sprengt zwar Rang 5 oder was? Nur 3?
Warte, noch kein Titel. Einfach nur Rang 5. Ich hab gestern nur gespielt. Aber ich hab mich jetzt wirklich auf Pikachu da basiert. Also, ich komme echt wirklich am besten klar mit Pikachu. Da gibt es aber noch bessere. Ja, okay, aber wenn mit was spielst du denn? Ich spiele mit Dings, wie heißt der? Mit der Eule. Bibi, mit was spielst du? Pokémon Unite Hauptcharakter. Oh, ich spiele sehr, sehr viele. Ich hab keinen Effekt. Okay. Warum? Weil ich gerne Pikachu spiele. Aber Beppo sagt, es gibt bessere. Es gibt kein besseres Pokémon. Das beste Pokémon, was in dem Game ist, wird immer noch von Mewtwo Y. Aber ich spiele Pikachu. Genau. Wenn du damit umgehen kannst. Ich könnte jetzt sagen, was ich will, Beppo. Er würde mir bei allem gut zureden. Ja. Du, Bibi, du. Warum, was mach ich denn? Du redest mir gut zu. Ich hör dir doch zu. Du redest mir gut zu. Hört ihr das nicht? Doch. Aber? Nix, ich liebe dich dafür. Du bist ein Guter. Dankeschön. Bin ich ganz gerne. Gerne, mein Schatz. Dankeschön. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ich weiß es auch nicht. Eieiei, diese Frau. Was ist denn da gerade passiert? Wo sind denn meine Fische? Ich muss Nick noch mal schreiben. Ich sag ihm so, Mann, mach mir bitte eine Sprachnachricht. Meine Mühe. Ah, ich hab letztens seine Nachrichten gelöscht. Dumm. Wieso? Ich räume immer so mein Handy auf nach einer Zeit. Okay, muss ich nie, weil ich einfach zu viel Speicher und. Nee, es hat nichts damit zu tun, aber manchmal habe ich dann keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen. Also warum soll ich dann noch die Nachrichten behalten? Ich behalte nur verschiedene als Erpressungsmittel. Haben wir denn? Eda. 11. Ich glaube, ich gehe zwar auch schlafen, bin auch schon müde. Gestern war es etwas lang.
man das ins Klingelton macht? Das ist Mobbing auf höchstem Niveau, Bibi. Out. Leck mich fett. Ja. Okay, うちの店は初めてです. アストロナジーは闇市です. ブツ? お客さん。 社長の命令でアストロナジーを取りに 鉄鉱石を Ich hab mich verschluckt. Ich spiele hier mal Super Mario. Super Mario. Ja, Hugo. Naja. Hugo wird so untergehen. Hugo, das Dschungeltier. Omae, ore wo bootto tataseru tame ni kane wo haratta no ka? Du, Salva? Ich habe eine kleine Frage. Um wie viel Uhr musst du aufstehen? Ungefähr um wie viel Uhr muss ich aufstehen? Ich habe nur Zeit zum Aufstehen. Es ist 11. Geil, deswegen musst du dich jetzt nicht ausziehen. Das ist Alter. Ich kann den Clip nicht speichern auf MP4. Soll ich dir morgen eine kleine Massage machen, wenn du nett bist? Nee. Kriegst eine Thai-Massage mit Happy End. Man kann doch einfach... Mit Happy End geht schon. Man kann doch einfach freundschaftlich einem den Rücken massieren, ne? Man kann doch freundschaftlich auch ein... Geht auch. Ich wollte nett sein. Ich weiß. Ja, aber ich habe schon seit Jahren Rückenprobleme. Ich auch. Deswegen weiß ich ja, wie ich es mache. Ich gebe dir ein Küsschen drauf und dann fliegt das kleine Wehwehchen weg. Mein ganzer Rücken ist verspannt. Ja, dann geh zum Masseur. Muss. Such dir eine Freundin, die dich massiert. Hat sich schon alles. Ich hatte sogar Akupunktur, hat ja nichts reingebracht. Also ich hatte Bandscheibenvorfall. Wo ich damals als Kfz-Mechatroniker gearbeitet habe, da habe ich die Reifen falsch damals angehoben. Immer wieder in der Ausbildungszeit lernst du das erste Jahr, wie man die Räder richtig ansetzt und bla bla bla. Reifen wechseln, Reifen wuchten und solche Sachen. Ja.
Wie gesagt, da musst du dir eine Freundin suchen, die dich massiert. Frag Laura mal. So, ich darf 7 Mal. Ich will den Clip speichern haben, Mann, Alter. Den. Du weißt, was du gesagt hast. Salva hat die Tendenz, die Menschen zu unterbrechen, wenn sie reden. Tja. Was hast du gesagt, Pedro? Nee, ich hab gesagt, ich darf jetzt 7 Mal ziehen. Mal schauen, ob ich was ziehe. Und kau nicht auf der Zigarette umher, als wär's, keine Ahnung, ein Heu. Kautabak. Ich hab doch nie Menschen so auf der Zigarette kauen gesehen wie er. Lass mich. Ich will mir nicht mal mit dir eine Zigarette teilen. Was musst du da rumgekaut haben auf dem Filter? Weißt du, wie geil das ist, Mann, Alter, wenn du die Kippe mit den Zähnen hältst? Boah, geil. Das sagt keiner. Ich muss jetzt ein paar Runden COD spielen. Ich muss meine Aggression loslassen. Geh doch einfach schlafen. Soll ich? Du wirst so müde sein. Nein, ich mach ein paar Runden und danach. Gehst du trotzdem nicht schlafen? Dann geh ich Jackson. Ist das wirklich dein purer Ernst? Was? Jackson an? Ja. Aber ich muss spielen. Ja, Jackson im Flugzeug. Wer kann schon sagen, dass er im Flugzeug ist? Ja, das war immer mein Wunsch, Alter. Das war immer mein Traum. Er will Sex im Flugzeug haben. Wer hat bitte diese Möglichkeiten? Keiner. Nur reiche Menschen. Boah, hast du mich erschrocken. So links spielen gerade. Da kommt einer. Ja, da nicht. Nix. Da kommt einer. Komm. Hab ich gut verarscht. Keine Ahnung. Da kommt einer von der Seite. Du machst es ganz schlau. Du kleiner Notensohn, Alter, hat man. Hast du mir überhaupt zu, Bibi? Nicht, ja? Nee, ich glaube, ich gehe bald ins Bett, weil ich spüre eine Migräne. Bestimmt wegen der Farbe, wo ich den ganzen Tag drin saß. Was? Ja, ein Gas da. Das macht mir ja, solange es nicht Hitlerglas ist, ist alles in Ordnung. Der war schlecht, Bibi. Du bist noch ziemlich lebendig. Du kleiner Notensohn. Wie kann man so bitte spielen? Ehrenlose Bastard. Muss meine Seelen einsammeln. Vielleicht findest du denn eine für mich. Ich habe ja keine.
Was sehe denn? Hm. Ich habe sehr viele. Ich habe weder eine Seele noch ein Herz. Alles dunkel. Gut, machst nichts Falsches. Ich vermisse mein MW3. Oh Gott, ich hatte was im Hals. Warum übersehe ich die Gegner, Mann? Ich schwöre, meine Augen machen das nicht mal mit. Du bist halt einfach zu alt. Ja, das merke ich auch. Komm raus, ich komm raus. Jetzt hat er die Campen, der Wichser. Komm, hör doch auf zu campen, du Spaß. Was lachst du? Ich gucke mir gerade so Phasmophobia an. Und die Leute manchmal. Für mich reicht es für heute. Ich bin todmüde und es wird langsam spät. Dann, Kim, schreibe in der Nacht mit den. Sie. Und Salver, dann vielleicht bis morgen. Ja. Komm gut an, verschle. Du kannst mir ein Küsschen geben, Beppo. Du darfst mir die Knie streichen. Hallo? Das habe ich jetzt verpasst, und welchen Film sind wir? Hallo? Okay, Beppo, dann schlaf gut. Bis morgen. Bis morgen. Ciao.